So, ich glaube, jetzt passt das. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Episode Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich bin auch im Clan Lappenhausen. Vielen Dank, dass ich jetzt hier 4 CKs, habe ich glaube ich mitgemacht, dabei sein konnte. Und wir haben die CKs ganz gut. Wir haben die ganz nett gemacht. Ich bin seit dem Frontline Blue, glaube ich, da ist mein Video raus. Ich habe ja gesagt, ich mache die Clanspiele hier mit. Bleib einfach ein paar Tage, also bleibe ich auch in den CKs. Haben wir, glaube ich, gut gemacht. 100%, 100%, 98%. 10 und den 99 80er könnt ihr euch oben nochmal angucken, beziehungsweise müsst ihr in meine Playlist einfach reingucken, wo ich in Lappenhausen bin und ich werde den Clan jetzt verlassen, aber der Clan war auch so nett. Ihr seht das hier jetzt, ich blende euch das mal kurz ein. Die haben mich nämlich in einem Blog verewigt. Also vielen lieben Dank, ist mir auch noch nicht passiert, dass man sich so bei mir bedankt. Und ich bin hier jetzt schon, ich habe mich jetzt schon verabschiedet. Hier gehe ich erstmal raus. Aber was meine ich eigentlich mit einem dieser Tage? Der Tag fing eigentlich hier an, indem ich die, wie war es eigentlich? Ich sollte die 5 machen, habe dafür gebaut. Und als ich die 5 dann machen wollte mit meiner Truppe, ich glaube, es war irgendwie ein Go-Hock oder so, macht jemand vor mir die 5. Er war in diesem Fall hier egal. Ich habe einfach die 3 weggeballert. Aber beim anderen Clan, da ist mir so ein bisschen dann die Galle übergelaufen. Warum, erkläre ich euch, wenn ich jetzt erstmal gehe ich jetzt mit dem hier raus. Also lief, bye bye. Und springe jetzt mal auf mein Rathaus 12. Ja, und es gibt immer einen dieser Tage, wo dich alle, oder wo du meinst, alle müssen dich jetzt ärgern und ich hier einen dicken Hals nach dem nächsten gekriegt habe. Also, okay, das bei den Lappen, das war nicht ganz so tragisch, das konnte ich kompensieren. Aber hier muss ich sagen, wir gucken uns einfach nebenbei den Mike an. Das mache ich ganz bewusst. Entschuldige nochmal, Klaus, dass ich dich beleidigt habe. Klaus, Mike, keine Ahnung. Ich habe ihn nämlich später als Honk beschimpft. Aber ich war echt, weiß ich auch nicht. Ich meine, ihr wisst das, wie wir hier, glaube ich, CK spielen. Der André markiert in der Regel Bases und schreibt dort 3-4 Namen rein. Ja, also in der Regel, hier standen jetzt 3-4 Namen dran an dieser Base. Es gibt ja dieses Flaggungssystem. Und irgendeiner hat dann auch gesagt, Toto, hau du mal endlich mit deinem Neuner rein. Da habe ich gesagt, jo, mache ich. Ich mach mal, was ist noch offen? Okay, 22. Gehe hier ins Spiel rein und markiere mir mit dem Barfuß die Nummer 22. Schreib also Barfuß dran. Also mache dieses Plus und damit ist markiert. Und baue dann 45 Minuten irgendeine Truppe mit ganz vielen Hunden und Loons und war bla bla bla. Oder es war auch ein Gohawk, irgendwas war es. Und dann denkst du ja, die Base ist dein und dann guckst du plötzlich und da macht der Mike die mal eben. Der Mike hier mit etwas stärkeren Helden als meine schon und manchmal verstehe ich es nicht. Ich meine, sein Name stand auch dran, ja. Sein Name stand auch dran, aber vielleicht, es gibt hier ja auch Zeitzeugen in diesem Clan, die sagen ganzen Tag nichts, außer du beleidigst sie. Und deswegen habe ich ihn dann auch mal hier als Honk beschimpft, der nicht lesen kann. Denn ich meine, diese alte Flagge, wofür ist denn die dann da? Ich weiß, man könnte jetzt sagen, ja, da standen ja 4 Stück, also egal eigentlich, wer sie macht. Ja, das stimmt auch. Auch das ist in Ordnung. Egal, wer sie eigentlich macht, ob Mike die jetzt gemacht hätte oder ich mit dem Chief oder wer da dann noch dran stand. Aber ich meine, so ein bisschen muss man sich ja auch mal in den CK orientieren. Ich bin noch unter dem Mike gelistet. Unter mir ist noch ein anderes RH9 mit noch einem offenen Angriff. Ja, und wenn ich sie doch dann machen will, dann kann ich doch kurz in meinen Chat gehen und kann sagen, die 22 ist zwar vom Chief markiert, aber kann ich die doch weghauen? Da wird dann ja keiner sagen, nee, lass mal für Toto, dann kriegt er wieder so einen Hals, wenn du ihm die Base wegnimmst. Ja, habe ich dann gekriegt. Hab dann mit meinem Neuner 2 Scout-Angriffe auf die 3 und die 4 gemacht, also ganz oben irgendwo. Waren noch nicht mal Scout-Angriffe, waren reine Lot-Angriffe, so. Weil ich echt stinkig war. Ich habe dann einfach 2 Armeen gebaut und habe dann gesagt, komm, dann macht ihr alles die Neuner und ich mache wieder nur Scouts. Nee, sehe ich aber auch nicht ein. Ich muss mit dem leider auch ein bisschen loten. Und ein bisschen was, möchte auch ganz gerne was verdienen und nicht nur miese machen. Vor allen Dingen auch an Sternen. Auch das verstehen manchmal einige hier aus dem Clan nicht, dass ich immer sage, Leute, lasst doch auch mal den anderen vielleicht mal die Chance auf so ein paar frische Sterne. Wenn ich weiß, wir hatten jetzt, glaube ich, einen Neuner mehr als der Gegner. Das heißt, wir haben dann auch nicht so viele Bases, wenn dann jeder schon im First Shot die Basis da macht, aber trotzdem, mich hat so abgenervt. Ich meine, einfach mal ein bisschen reingucken. Nee, den zeige ich jetzt nicht von Klaus, so. Das hat er nun davon. Einfach nur mal reingucken oder einfach mal in den Chat fragen. Dafür ist er ja da. Ja, sich dann aber, ich meine, ich habe mich dann fürchterlich aufgeregt.
und kriege dann auch noch zurück, hahaha, weißt du, so, ist mir doch egal. Und wenn ich dann auch noch sehe, so ein Mike, der hier auch nur reinkommt, seinen CK-Angriff macht, immer noch ohne Liga ist, dann weiß ich genau, wie er spielt, weil es ein Zweitaccount von jemandem ist, der sich nicht mal wenigstens eine Liga holt. Das nervt mich dann noch viel, viel mehr. Hier nur reinkommt, fix seinen CK-Angriff macht und hier einen ganzen Tag, einen ganzen Abend und ganze Woche und ganzen scheiß Monat nichts sagt. Das nervt mich. Das nervt mich, ehrlich. Muss ich mal so sagen. Ein bisschen Kommunikation muss einfach sein. Und ich meine, wofür ist denn dieses Tool? Wofür ist denn dieses Tool da? Dass man da nicht gerade wenigstens was reinschreiben kann, so nach dem Motto, ich mach mal jetzt die 22, die hat sich der Barfuß zwar markiert, aber ich bin gerade da, hab gerade Truppen und jetzt mache ich die. Ja, dann macht sie doch, mein Gott. Also es hat mich total abgenervt, ich bin beiden Accounts dann hier aus dem Clan erstmal gegangen, da muss ich mal frische Luft schnappen. Erstmal ein bisschen frische Luft schnappen, 2 Stunden global, ein bisschen rumgefarmt und bin dann hier aber dann wieder reingegangen. Erstmal mit den 12er, hab dann auch meinen Angriff gemacht und irgendwann beruhige ich mich auch wieder, gar keine Frage. Aber trotzdem, es hat mich extrem abgenervt, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, weil es mir dann zweimal an einem Tag passiert ist, wo du eine Armee baust und dann macht jemand anders, so mir nichts, dir nichts, einfach die Base. Ich meine, wofür? Ich weiß, es standen 4 Namen drin. Ja, da kann man sich auch drauf stützen. So nach dem Motto, hey Toto, da stand noch 4 Namen dran. Wer es dann macht, ist auch egal. Ja, sicherlich, ist auch egal. Alles für einen Dackel, alles für einen Club. Also habe ich mich dann auch irgendwann wieder abgeregt. Und aber trotzdem sollte, ich meine, dafür ist es ja auch da und man kann ja mal nachfragen, aber wenn man hier nie im Chat ist oder nur zu CKs hier reinkommt, dann kriegt man natürlich dieses ganze Clash of Clans Leben hier bei uns im Clan auch gar nicht mit. Woher soll er es auch wissen, dass ich mal im Chat geschrieben habe, okay, dann baue ich für die 22, denn als er womöglich reinkam, da war das aus dem Chat schon wieder raus, weil hier halt so viel geschrieben wird. Und wenn man dann nicht mal sagt, ich mache jetzt mal was, sondern nur Truppen fordert, einen Angriff macht und dann ciao, ich bin wieder weg, dann kriegt man hier natürlich auch nichts mit. Naja, sei es drum. Was mich dann noch, dann kam es ja bei noch, es ist dann wie all dieser Tage, hätte ich mal fast so gesagt, irgendwie komme ich immer dann auf den Klaus, ne? Das ist ganz, ganz böse. Ja, wir haben den Clankrieg gewonnen hier, schönes Ding. Ich denke mal, haben wir auch ganz gut gemacht. Was hat denn der Witness eigentlich auf diese Base hier gemacht? Die habe ich mal wieder mit einem Stern nur belegt, aber da war der CK ja auch schon gewonnen. Da musst du einfach mal auch mal was probieren. Was probieren, mit was es geht. Und das fand ich auch witzig hier. Der Ei drängte mich hier, dass ich hier einen Gulalu drauf mache. Also irgendwas mit ein bisschen Boden, mit ein bisschen Luft. Und selber macht der Rox. Ja, danke auch. Da war ich sozusagen der Scouter hier. Ist aber nicht so schlimm gewesen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt sowieso schon gewonnen. Aber was mich dann nachmittags auch noch abgenervt hat, dass ich bei meinem Farm wieder kurz mal in der Legende war. Ich war auch nicht mal hoch. 5021 Pokale oder sowas. Ich habe irgendwie vergessen zu droppen, weil hatte auch mal einen ganz guten Lauf, was das Dunkle angeht. Aber ich hatte auch gerade so die 215.000 für meinen King zusammen und habe die natürlich ausgegeben und hatte jetzt Sorge, dass ich abends im CK erstmal kein Dunkles habe, weil ich war wirklich auf Null. Ich hatte keine Reserve mehr und habe dann gedacht, naja, jetzt fängst du an zu farmen, haust du dir mal so eine Trainings-Potions ein und dann wird das hier schon. Dann holst du noch so 20.000, 30.000, bis der CK dann anfängt und dann losgeht. Dann kannst du auch ein bisschen spenden und kannst auch deine Angriffe machen, also deine Truppen bauen. Denn ich wollte irgendwas mit Bola machen. Und dafür brauche ich halt Dunkles. Naja, und habe dann angefangen zu farmen und genau diese eine Stunde Pull habe ich auch verbraucht, um einen Gegner zu finden. Ich habe nämlich keinen gefunden. Da war ich auch noch so angepöbelt und da habe ich dann gedacht, so eine Scheiße, was ist denn das für ein Tag heute? Also habe ich dann erstmal 2-3 Stunden damit verbracht, so ein paar Pokis zu droppen. Und bin jetzt auch in Titan 2. Wir machen gleich auch einen Farmangriff. Denn ich muss weiterhin jetzt das Dunkle für den King reinholen. Der ist jetzt auf 56 ist er gegangen. 4 Level brauche ich noch. Und aber schönes Ding hier. Schön mit den Hogs hier. Obwohl hier so viele Fallen waren. Gerade da unten, wo jetzt gerade der Warden ist. Aber die ganze Base hier bestand
alle Luftfallen waren außen. Das war eigentlich ganz cool. Deswegen war der Luftpart auch gar nicht mal so schlecht gewählt. Und die nach drinnen gehören, waren hier auch so ein bisschen drinnen draußen. Habt ihr gerade gesehen, noch da oben nochmal eine Riesenbombe am Ende. Aber den oder die Schweine hat jetzt der Warden einmal gedeckelt, wollte ich gerade sagen, gedeckt mit seiner Fähigkeit. Das heißt also, dass er sie für, ich weiß gar nicht, wie viel das ist beim 30er Warden, wie viele Sekunden die unverwundbar sind, also jeglicher Schaden, egal ob das Inferno ist oder was auch immer. Die Jungs und Mädels bleiben am Leben und ja, das hat mich so angenervt. So, jetzt gucke ich auch mal nach für euch. Guard Ground Info. 46, Ability Level 6 und HP Increase. Ah, okay. 70% mehr Trefferpunkte haben alle Truppen in seiner Aura und HP Increase. Die haben dann 425 Heal Points auch noch mehr. Ability für 6 Sekunden. Also 6 Sekunden ist schon eine ganze Menge hier in Clash of Clans. Und ja, ich habe das Dunkle mittlerweile wieder bei. Habe mich beruhigt. Und bin auch ganz zuversichtlich, dass wir uns am Wochenende irgendwie sehen oder hören. Ich suche jetzt mal einen Gegner. Das wird jetzt nicht so lange dauern, weil ich ja lange genug gedroppt habe hier. Diesen Mist hier, diese Mistlupe. So, ich habe einen gefunden. Wunderbar. Einen schönen Elfer, den wir hier auseinandernehmen können oder auch nicht. Im Moment bin ich, ja, was machen wir denn eigentlich? Ja, ich meine, er ist ganz Fuchs. Hier unten ist Gold und Elex. In der letzten Ecke und da oben ist das Dunkle. Da wollen wir rankommen. Also die 3-6 würde ich hier gerne mitnehmen. Ja, wenn ich jetzt aber da anfange, dann kriege ich auch gleich wieder viel Feuer. Also fangen wir mal hier an. Glücklicherweise steht mein Warden endlich richtig. Der stand nämlich eben auch mal wieder auf Luft mit dem Bodenangriff und ach Gottchen, Gottchen, Gottchen. Naja. Ach, nein, doch nicht da. Ach, Magier gehört dahin. Oh, jetzt vergesse ich schon fast die Queen. Ja, super. Eieieiei. Jetzt verdaddel ich schon fast meine Queen hier. Aber ist nicht so schlimm. Das kriegen wir noch kompensiert. Mal sehen, ob wir hier. Oh, wo gehen. Wo laufen die? Wieso laufen die denn nach da? Der Weg zu einer anderen Mauer war kürzer. Jo, das wir, hab das gerade gesehen? Die Queen ist echt putzig, ey. Die Queen ist echt putzig. Rennt die einfach an dem Ding da vorbei, beziehungsweise nicht an dem Ding, an dem Minenwerfer. Einfach mal so vorbeilaufen. Okay. Ja, dann nehmen wir hier jetzt doch mal unsere Karre. Das war die ein bisschen, dass uns da ein bisschen geholfen wird. Und mal gucken, den King zünden wir jetzt schon mal. Ihr seht das hier, ich bin mal wieder so ein bisschen Miner-lastig hier unterwegs. 2 Magier mal dahinterher gezogen. Adler geht jetzt auf. Ja, ich lasse den mal noch ein bisschen funneln. So, weil ich gar nicht weiß, was ich da drin habe. Ich habe eben gar nicht reingeguckt. Jetzt muss ich mal gucken. Der erste geht schon mal nach da. Und jetzt gehen die aber in die Mitte. Jetzt muss ich sie nur rauskriegen. Jo, das passt. Jetzt gehen die in die Mitte. Und jetzt können die hier mal ein bisschen für Trouble sorgen. So. Na komm, das darf ein bisschen schneller gehen. Hier mal ein bisschen hurtig. Kollegas, okay, wo gehen sie hin? Sie laufen in die Richtung. Und die Masse geht auch noch nach da rein. Also nehmen wir da mal ein Heil. Ah, jetzt habe ich überhaupt keinen da am Inferno. Es wäre schön, wenn die mir wenigstens so ein bisschen das Dunkle da holen. Oh, jetzt habe ich... Ach, das war schon mein vierter Heil. Eieieiei. Mal gucken. Mal gucken, ob die da noch hingehen. Ich habe zwar jetzt noch den einen Riesen da gesetzt. Ich kam gerade nicht auf den Begriff. Oh, da ist der erste an dem Lager. Okay, da sind die ersten an dem Lager. Eieiei. Mann. Okay. Also immer noch ganz gut zu gebrauchen. Im Moment brauche ich Elex nicht. Ich nehme es für Mauern. Deswegen kann ich ruhig mal ein bisschen teurer angreifen hier. Denn im Labor laufen bei mir zurzeit die Riesen und die laufen auch noch 10 Tage. Das heißt also, ich kann mal wieder ein bisschen mehr mit den Minern hier farmen. Sie sind ja schon ein bisschen teurer. Aber das übt auch dann so ein bisschen während des Farms hier vielleicht mal für einen CK-Angriff. Und mal sehen. Ich bin übrigens in etlichen CKs übers Wochenende. Also mal sehen, ob wir da nicht irgendwas mitkriegen. Okay, das war da. Der hat Zeitprobleme, aber mit dem Bonus ist das in Ordnung. Und ich wechsle auch immer meine Truppe hier, das kommt noch dazu. Luftwut. Und danach mache ich wieder Boden. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen pushen.
einer dieser Tage. Ich hoffe, die kurze, aber knappe Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Also für die Hater, ihr könnt ruhig richtig was in die Hater-Kommentare ballern, aber ich denke mal, das wisst ihr selber. Man richtet sich mal auf, dann legt sich das Ganze wieder, Entschuldigung, dem Mike, dass ich so ausgeflippt und so ein paar böse Worte gefunden habe. Ist aber mal so, es hat mich halt abgenervt. Ihr kennt das sicherlich alle. Aber letztendlich habe ich mich dann nach 2-3 Stunden ja ewig sowieso wieder beruhigt und habe gedacht, wenn man ja später darüber nachdenkt, dann denkt man ja, Toto, was war denn das für ein Scheiß? Ja, es war scheiße. Aber egal, passiert ist passiert. Ein paar Angriffe haben wir gemacht, ein bisschen gelotet und ich denke, wir sehen uns gleich wieder ohne diese Fliege. Die seht ihr nicht mehr wieder. Die ist nämlich gleich... Die fange ich jetzt und lasse sie frei. Bis dahin, euer Toto. Clasht.